falls dich am Verein MT melden. Ja, ich bin ja schon 8 Jahre da. Hat sich viel getan in den letzten Jahren und ein sehr professioneller Verein mit klasse Fans. Dein schönstes Erlebnis? Oh, es gibt viele schöne Erlebnisse, sportlich gesehen. Bestimmt mein erstes Bundesligaspiel und mein erstes Länderspiel. Privat wahrscheinlich der Tag meiner Hochzeit. Nein, aber es gab viele schöne Ereignisse in meinem Leben. Schläfst du nackt? Nein. Dein Lieblingsgegner? Mein Lieblingsgegner ist der VfL Gummersbach. Da habe ich bis jetzt eigentlich fast nur gute Spiele gemacht. Welchen Gegner magst du gar nicht? Alle Gegner, gegen die wir verlieren. Nee, aber es gibt einige Mannschaften, gegen die spielt man nicht so gerne, weil man gegen die immer schwere Spiele hat. Aber ein bestimmtes Team fällt mir da jetzt nicht ein. Was machst du in deiner Freizeit? Wir haben einen kleinen Hund, den habe ich hier auch dabei. Der beschäftigt uns viel. Und ansonsten bleibt nicht so viel Zeit. Ein bisschen Golf spielen, wenn Zeit ist. Aber ansonsten die freie Zeit genießen. Wie viel wiegst du? 92 Kilo momentan, aktuell. Heute Morgen gewogen. Hund oder Katze? Hund natürlich. Wirst du in der Mannschaftsdusche manchmal neidisch? Die Frage ist auf was? Kannst du es beantworten? Nein, ich bin sehr zufrieden. Bist du Single? Nein. Bist du verheiratet? Ja. Welche Musik hörst du? Sehr gerne querbeet, alles durch. Nur Tobias Reichmann ist unser neuer Musikwart und der spielt vorm Spiel gerne Schlager und Ballermann-Hits. Das höre ich zwar auch ab und zu mal gerne, aber nicht direkt vorm Spiel. Dein erfolgreichstes Bundesligaspiel? Da fällt mir jetzt eins ein. Ich glaube, das war in dem Jahr, dass wir uns das erste Mal für den ERF-Pokal qualifiziert haben. Da haben wir zu Hause gegen Magdeburg ein ganz entscheidendes Spiel gehabt. Da haben wir, da brauchten wir unbedingt einen Punkt und haben in der letzten Sekunde und 7 Meter bekommen und haben dadurch dann unentschieden gespielt und haben uns deshalb für den ERF-Pokal qualifiziert. Dein Lieblingsessen? Auch vieles, sehr gerne Fleisch mit Beilage, Steak, Pasta dazu, ja. Lieber süß oder salzig? Lieber salzig. Wo gehst du am liebsten essen? Ich habe mehrere Lieblingsrestaurants. Da wir im vorderen Westen wohnen, ist das auch nicht so schwer. Aber gerne gehe ich ins El Erni, das ist gerade um die Ecke, oder mittags auch ins Kokotau. Aber es gibt natürlich auch noch ein paar andere. Dein persönlicher sportlicher Ausgleich? Frau, Hund und Golf. Würdest du als Model arbeiten? Da müsste ich mal jemand fragen, ob der mich engagieren würde. Aber ich meine, wir hatten es eben von verdienen. Wenn das Gehalt stimmt, warum nicht? Wie oft machst du dir deine Haare? Die Frage hat irgendjemand von meinen Mannschaftskollegen gestellt, oder? Nein, ich werde öfter damit aufgezogen, aber ich glaube, zu oft im Auge von den anderen. Ja, natürlich, wenn ich morgens aufstehe und vielleicht eventuell auch noch mal kurz vor dem Spiel. Dein Lieblingswitz? Habe ich schon mal beantwortet, fällt mir jetzt keiner spontan ein. Philipp Müller ist da der Experte, der weiß bestimmt viel, viel mehr als ich. Kennst du einen Zungenbrecher? Nein.